Hi, ich bin Fabienne und im Bundesvorstand der Humanisten. Wir sind eine junge Partei, die viel Wert auf Wissenschaftlichkeit legt. In diesem Video will ich etwas zum Thema Drogenpolitik erzählen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, sind Tabak und Alkohol legal, aber andere Drogen nicht. Aber warum ist das eigentlich so? Bestimmt, weil die anderen Drogen viel schädlicher sind und viel abhängiger machen als die erlaubten Drogen, oder? Würde Sinn machen, ist aber nicht so. Es gibt kaum eine Droge, die abhängiger macht als Tabak. Cannabis, MDMA, LSD, die Liste an Drogen, die weniger abhängig machen als Alkohol und Tabak, ist lang. LSD und MDMA können sogar körperlich gar nicht abhängig machen. Aber dann sind sie vielleicht verboten, weil sie viel größere Schäden anrichten? Wieder falsch. Klar, wer jeden Tag kifft, hat Einschränkungen und ist viel vergesslicher als jemand, der das nicht tut. Aber Alkohol hat mindestens so viele Nachteile, wenn man es übertreibt. Aber die meisten Leute können eben verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen. Wir erlauben es Erwachsenen, Alkohol zu konsumieren. Warum also nicht Cannabis? Oder auch LSD, welches null, also wirklich gar nicht, abhängig macht und auch keinerlei körperliche Schäden anrichtet. Menschen konsumieren übrigens nicht bloß, weil sie sich abschießen und ihre Probleme vergessen wollen. Der Konsum von psychoaktiven Substanzen ist für viele Menschen auch eine bereichernde Erfahrung. Wir verbieten andere Aktivitäten ja auch nicht, weil sie potenzielle Risiken haben, zum Beispiel Reiten oder Skifahren. Die Leute haben was davon und das muss man in der Abwägung mit berücksichtigen. Ich habe übrigens mal beim Unterschriftensammeln für die Partei der Humanisten einen Polizisten gefragt, was er von der Idee hält, Cannabis zu legalisieren. Und er meinte so, oh, ich sag mal so, die Leute, die high sind, sind nicht die, die Ärger machen. Bei Alkohol sieht das anders aus. Wir können auch gerne über das Schädigungspotenzial für andere reden. Also dem Risiko, dem andere sich aussetzen, wenn du eine Substanz konsumierst. Aber wir alle wissen, dass da im Vergleich zu Alkohol fast alles gut abschneiden würde. Es gibt aber auch Substanzen, die die Leute meistens bereuen, genommen zu haben, weil sie relativ schnell auf sehr unangenehme und einschränkende Weise von ihnen abhängig geworden sind. Heroin ist da wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Vor einiger Zeit habe ich noch gedacht, diese Substanzen sollten wahrscheinlich nicht legal sein. Mittlerweile denke ich, reguliert der Verkauf von sauberem Stoff, gerade von solchen Substanzen, von Apotheken mit Beratung, mit Hilfe, wie man vielleicht Wege finden kann, die einen glücklicher machen, ist der bessere Weg und hat viele Vorteile für Betroffene. Und es ist auch ein sehr viel gesünderes Umfeld als die Kriminalität. Der wohl wichtigste Schritt ist aber, Konsumenten aller Drogen zu entkriminalisieren, also den Konsum straffrei zu machen. Nicht nur, weil es bei vielen Drogen gar keinen Sinn macht, zu versuchen, erwachsene Leute davon abzuhalten, sie zu nehmen, sondern auch, weil diejenigen, die sich damit wirklich schaden und die das auch eigentlich nicht wollen, Hilfe brauchen und nicht Bestrafung. Die Erfahrung in Portugal zeigt, dass dieser Weg die Situation von abhängigen Menschen sehr verbessert. In Portugal wurde nämlich vor ein paar Jahren der Konsum von allen Drogen straffrei gemacht. Und die Erfahrungen, die dieses Land gemacht hat, sind sehr positiv. Dort nehmen heute sogar weniger Leute Drogen als zur Zeit des Verbots. Insbesondere weniger junge Leute, ein Punkt, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Falls ihr das mit Portugal wusstet, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr kennt euch besser aus als die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Richtig, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung von Deutschland wusste in einem Interview nichts von der Entkriminalisierung in Portugal. Marlene Mortler heißt die gute Frau und wenn ihr euch mal ein paar Videos von ihr anguckt, dann wundert es euch vielleicht nicht mehr, dass die krass irrationale Drogenpolitik in Deutschland sich noch nicht geändert hat. Und um auf das Thema Jugendschutz zurückzukommen, den gibt es auf dem Schwarzmarkt nicht. Es ist in vielen Städten einfacher, als Jugendlicher an Gras zu kommen, als an harten Alkohol. Denn beim Dealer muss man keinen Ausweis vorzeigen. Also wenn euch das nächste Mal jemand kommt mit Drogen legalisieren, was wird bloß aus unserer Jugend, dem könnt ihr entgegnen. Eine besser geschützte Jugend wird heraus. Das ist auch ein starkes Argument für die Legalisierung. Prävention ist uns sehr wichtig, aber wir meinen damit nicht, zu versuchen, erwachsenen Leuten den Konsum jeglicher Drogen auszureden. Stattdessen wollen wir vorbeugen, dass unverantwortlich konsumiert wird. Also auf eine Weise, die für euch selbst oder andere gefährlich ist. Und soll ich euch mal sagen, wie Prävention nicht funktioniert? Indem man erwachsenen Leuten den Konsum von Substanzen verbietet, die wissenschaftlich gesehen nicht gefährlicher sind als Alkohol, indem man die Produktion und den Verkauf psychoaktiver Substanzen unregulierten kriminellen Netzwerken überlässt und indem man alle Drogen, die nicht Alkohol oder Tabak sind, in einen Topf wirft und sich damit unglaubwürdig macht. Wenn ihr die momentane Drogenpolitik für genauso verfehlt haltet wie ich und daran was ändern wollt, dann schaut doch mal auf diehumanisten.de.
Dort findet ihr nicht nur unsere Position zum Thema Drogenpolitik, sondern auch zu allen anderen Themen. Vielleicht gefallen die euch ja auch. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.